Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Normalerweise zeige ich in so einer Produktvorstellung ja ein neues Produkt von uns. Manchmal auch zwei. Diese klassischen Personenwagen, der eine mit, der andere ohne Bremserhaus. Da habe ich mir gedacht, zeige ich beide in einem. Das ist ja quasi dasselbe. Heute will ich euch 8 neue Produkte zeigen. 8 Stück auf einmal. Das hat aber einen Grund. Schauen wir einfach mal rein. Bausteine, weiße Bausteine, hellgraue Bausteine, dunkelgraue Bausteine. Das sind jeweils 200 Stück unterschiedlicher Art. Und was das für welche sind, gucken wir uns gleich noch genauer an. Aber wir sind noch nicht fertig. Oh, Sandblau, Sandblue ist ein sehr schöner Farbton für so edle Villen. Sandgreen. Dark Green, Dark Red und Trommelwirbel, Reddish Brown. 8 Sets mit jeweils 200 Teilen. Das sind alles, ich sag mal, 1x Bausteine. Ich mach mal das Dunkelgraue auf, das kann man hier auf dem weißen Tisch gut sehen. Was heißt 1x? Das geht los mit 1x1 Steinen. Die braucht man immer, wenn man irgendwelche Lücken zu füllen hat. Klar. Weiter geht's mit 1x2 Steinen. Naja, wer hätte es gedacht, danach kommt 1x3 Steine. Dann 1x4. Dann 1x6 und ganz zum Schluss für mehr Stabilität, wenn man Häuser baut oder so, noch diese Ecksteine, diese 2x2 Ecken. Also letztendlich ein 1x3er Stein, den du geknickt hast, damit er schön um die Ecke passt. Insgesamt sind das 200 Steine, die wir so aufgeteilt haben, dass man damit möglichst optimal beispielsweise die Wände eines Hauses bauen kann. Ich glaube, wir haben 30 von den Sechsern und wir haben eine ganze Menge Zweier, eine ganze Menge Einser, denn die braucht man immer. Ist eigentlich von allem was da. Ich sortiere das hier mal ein bisschen und erzähle euch dabei noch was über die Entstehungsgeschichte dieses Sets. Das ist nämlich tatsächlich mein Set. Ja, ich kann auch Sets entwerfen, gell? Die sehen fast so aufwendig wie die von Alex oder von Adrian. Und ich habe den guten Klaus davon überzeugt, dass wir solche Bausteinsets brauchen. Denn ich baue auch gern sowas auf. Ich habe auch eine Menge Modelle bei mir in der Vitrine, die einfach schön aussehen. Ich baue aber auch gerne selbst. Und wenn ich selbst baue, brauche ich dafür Bausteine. Und ich baue am liebsten Gebäude, ich baue am liebsten Landschaften, so mit Felsen und Höhlen und so. Und dafür brauche ich Steine. Möglichst viele ganz normale Steine. Und modulare Gebäude bestehen ja, was die Wände angeht, beispielsweise auch erstmal aus Steinen. Davon kann man eigentlich, ihr kennt ja meinen Spruch, nie genug haben. Und bei den Bausteinen sehe ich das ganz besonders so. Und deswegen habe ich Klaus davon überzeugt, dass ihr diese Steine auch gebrauchen könnt. Und das ist jetzt mal hier ein kleines Pilotprojekt von uns. Wir haben Steine in verschiedenen Farben produziert. Da fehlen noch 2 Farbtöne, denn so eine klassische Villa, Sandstein, Tan, Beige und Dark Tan, Dunkelbeige, das kommt hier noch dazu. Die Sets sind einfach noch nicht da. Es werden also dann zunächst mal 10 Farbtöne sein. Schwarz haben wir nicht genommen. Schwarze Gebäude, ein bisschen komisch. Aber Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau, diese Sandtöne, die ich so toll finde und von denen es auch aus Dänemark nicht ganz so viele Teile gibt. Dunkelgrün, Dunkelrot und Braun auch für, ja, einfach mal was Erdiges, vielleicht auch für Landschaftsbau. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge, Vierer, eine ganze Menge Sechser und so weiter. Ich muss euch warnen, das hier ist ein kleines Pilotprojekt von uns. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, wie gut das bei euch ankommt. Von diesen Sets gibt es, und einige werden jetzt lachen, wenn ich das sage, es gibt von den Sets tatsächlich
eine nur geringe Stückzahl zu Anfang. Ja, das kam bei euch so an, als wäre es, hätte es auch von den letzten Personenwagen nur wenige gegeben. Es tut mir sehr leid, dass die schnell weg waren, aber ich habe es schon oft in Kommentaren erklärt, ich erkläre es nochmal. Setzen wir die Personenwagen oder auch wie diese Felsen, diese Bausteine hier, sind im letzten Winter von uns in Auftrag gegeben worden. Das heißt, die Teile wurden produziert und als die Teile dann bei uns angekommen waren, in unserer Produktionsstätte in China, wurden die Sets gepackt und zu uns geschickt. Und so ein Prozess dauert bis zu ein halbes Jahr lang. Das heißt, Sachen, die jetzt bei uns ankommen, die wurden im letzten Winter oder in dem Fall sogar im letzten Spätherbst in Auftrag gegeben. Und ja, seit Anfang des Jahres, seit, ich sag mal, dem Held der Steine Gate, ist die Aufmerksamkeit und das Interesse an Noppenstein-Sets, die nicht aus Dänemark stammen, deutlich gestiegen. Und Sets, die wir jetzt produzieren lassen, die haben auch eine höhere Stückzahl. Aber wir können natürlich, wenn die Teile eines Sets erstmal produziert werden, nicht nachträglich doppelt so viele Sets draus machen. Das geht nicht, da haben wir dann die Teile nicht. Das ist leider nicht machbar, da müssen wir dann erst neue Teile produzieren lassen und das dauert dann wieder. Also, wir bitten um Geduld, wenn Sets schnell ausverkauft sind, die kommen dann natürlich alle wieder. Wir lassen alles nachproduzieren. Vergriffen bedeutet bei uns nicht aus der Produktion, ihr seid zu spät, tschüss, sondern eigentlich immer nur vorübergehend nicht verfügbar. Das ist eigentlich ein ganz guter Begriff. Vorübergehend nicht verfügbar. Es dauert dann ein paar Monate und dann kommen die Sets zurück mit Verstärkung. Und Neuheiten gibt es bei uns ja auch ständig. Wir schauen, dass wir da möglichst jede Woche was für euch haben. Und in dieser Woche sind das diese Bausteine. Ihr seht, es sind wirklich viele. 200 Teile von ganz groß bis ganz klein. Ich mache jetzt mal nur so ein Häufchen. Kleine Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Sechser und diese Ecken. Damit kann man eine ganze Menge bauen. Und was man damit bauen kann, wollen wir euch bald auch demonstrieren. Und wir hoffen, dass die Sets bei euch ankommen und nicht verzagen. Ich vermute und ich hoffe, dass die schnell vergriffen sind, denn das zeigt uns dann, jawohl, ihr findet das toll, ihr seid wie ich, ihr baut auch mal kreativ was selbst. Und dann kommen davon mehr. Und dann kommen davon, bin ich mir sicher, auch nicht nur solche Bricks, solche hohen Noppensteine, sondern auch Plates. Einsmal, zweimal oder größere Platten, Sachen, die man halt braucht, um noch ein Gebäude zu bauen. Und ich meine, so ein Gebäude mit Plates und mit Bricks, das ist ja erstmal nur eine Ruine. Da sind noch keine Fenster drin, da sind noch keine Türen drin. Dann will man vielleicht Fliesen haben, um einen schönen Mosaikboden zu gestalten oder so. Also da gibt noch einiges mehr, falls diese Sets bei euch gut ankommen. Also bin ich einfach mal sehr gespannt und wie gesagt, es kann sein, dass bei den Sets die ersten Farben schnell vergriffen sind. Wie schnell die Farben so gehen, ist für uns auch ein Hinweis, wie interessant die Farben sind. Entsprechend werden dann Farben, die stark nachgefragt werden. Meiner Erfahrung nach sind es halt beispielsweise die Grautöne oder auch das Tan, was wir jetzt noch nicht haben. Dann werden die halt in besonders hoher Stückzahl nachproduziert. Das ist also für uns ein Test. Wir testen den Markt, also euch als unsere Kunden, und sind sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Um jetzt nochmal nach den Mengen zu gucken, es steht in der Produktbeschreibung, ich glaube, das hier sind 30, ja, das hier müssten 40 sein, das sieht auch nach 30 aus, das hier sieht eher nach 50 oder 60 aus, ihr könnt es in der Produktbeschreibung lesen. Der Link zum Produkt, zu den Produkten, ist immer in der Videobeschreibung, falls ihr das noch nicht wusstet. Wenn man diese Beschreibung aufklappt, die ist ja immer länger, als sie angezeigt wird, da steht was zum Video, dann einen Button, um unseren Kanal zu abonnieren, dann Links zu anderen Videos, die damit zu tun haben, dann Links zu unseren Produkten im Shop und dann noch Links zu uns bei Instagram, Facebook, unserer Webseite, das Übliche. Also ihr seht, hiermit kann man einiges anstellen. Und ach ja, falls ihr Bauplatten braucht, das hier ist eine 24 x 48er, klasse Format, ist quasi die Hälfte so einer großen 15 Euro Grundplatte aus Dänemark. Kostet nur keine 50, kostet auch keine 7. Sehr günstig bei uns.
Und ihr seht hier, dass es die in verschiedenen Farben gibt. Bei uns momentan nur in grün, aber die anderen Farben sind auf dem Weg. Wird es bald mehr geben. Und das ist eine 56x28er Platte. Die ist also einfach nochmal, mal so kann man es gut sehen, nochmal einen Tick größer. Auch die gibt es momentan nur in grün, aber auch da ist mehr auf dem Weg. Und es wird noch weitere Formate bei uns geben. Ich glaube 16x16, 32x32 dürfte auch dabei sein. Es gibt da verschiedene Formate und jeweils in 5 verschiedenen Farben. Also da wird es bald eine große Auswahl geben. Und ich hätte jetzt fast Lust, hier drauf loszubauen. Ich glaube, ich werde euch demnächst mal zeigen, was wir mit so einem, zumindest mal in einem Blog-Eintrag, was man mit den Teilen so an Haus schon so zustande bekommt. Nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie viel diese Teile sind. Ihr seht hier, das ist einiges. Und damit lässt sich schon einiges anstellen. Tja, 8 Produkte auf einmal in einem Video. Für heute war es das schon aus dem Noppenstein-Studio. Liked das Video, falls es euch gefällt. Kommentiert, ob euch solche Bausteinsets interessieren und was für weitere Bausteinsets euch denn am meisten interessieren würden. Einige fragen uns nach Einzelteileverkauf. Das können wir leider nicht leisten. Unser Teilelager ist in China und dort ist man schwer damit beschäftigt, die Sets zu packen und dann Aufträge hinzuschicken, das Teil einmal, davon ein halbes, davon 3, davon 5. Das kostet extrem viel Zeit. Zeit kostet Geld. Ich finde die Bricklink-Shops toll, die das machen, die das leisten, wo man sich ja über Bricklink so Lego-Einzelteile kaufen kann. Sowas können wir bisher nicht, aber wir wollen in die Richtung gehen mit solchen fertig gepackten Sets. 200 Teile, eine gute Mischung und davon soll es bald noch mehr geben. Dachsteine natürlich auch, Slopes, ganz klar, brauchen wir für Gebäude auch oder für Landschaftssachen oder so. Wedges vielleicht, Wedgeplates. Schreibt es in die Kommentare, was euch da interessiert. Und abonniert den Kanal, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Abonniert den Newsletter, wenn ihr wissen wollt, was als nächstes bei uns veröffentlicht wird. Und ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Ich schon mal gar nicht. Von den Dunkelgrauen brauche ich welche. Aber die erste Charge, die lasse ich euch. Ich nehme dann von der zweiten was privat. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Steine, 10, 20, ich komme mir vor wie Graf Zahl, 10 Noppensteine.